Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir uns bei 5M ganz einfach abmelden bzw. ausloggen können und somit natürlich eventuell, wenn wir das dann eben machen wollen, auch unseren Account, den wir gerade benutzen, ändern können. Das Ganze ist im Prinzip wirklich sehr, sehr einfach. Als allererstes müssen wir natürlich 5M einmal öffnen. Dann haben wir hier oben rechts schon unseren Account, da klicken wir einfach einmal drauf. Dann landen wir hier in den Einstellungen, wir bleiben hier bei dem Punkt Konto, dann haben wir hier schon den Punkt Sign Out. Wenn wir das einfach einmal machen, dann könnt ihr schon sehen, sind wir hier direkt abgemeldet. Wenn wir dann das Fenster, was ihr gerade auch noch sehen konntet, einfach hier oben mal schließen, dann steht hier wieder Link Account. Das bedeutet, wir können uns jetzt eben mit einem neuen Account wieder anmelden bei 5M. Also ganz normal, so wie man das kennt, mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort. Und dann sind wir schon mit einem anderen Account eingeloggt und haben unseren Account somit natürlich gewechselt. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!